Hallo. Ich musste mir in den letzten Wochen eine gute Morgen- und Abendroutine aneignen, weil ich unter der Woche Vollzeit beim Film gearbeitet habe und relativ früh aufstehen musste. Ich weiß, dass viele von euch Routinen nicht so gerne mögen, dass sie lieber intuitiv machen, wonach ihnen ist. Das kann ich auch voll verstehen und sehe ich eigentlich genauso. Nur mir hilft ein bisschen Routine dabei, Stress zu vermeiden, entspannt in den Tag zu starten und abends entspannter ins Bett zu gehen, zur Ruhe zu kommen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass ich irgendwas vergessen habe. Der Dreh ist zwar jetzt abgeschlossen und ich arbeite wieder größtenteils von zu Hause aus, aber ich habe die Routine trotzdem so beibehalten, weil sie einfach ganz gut für mich funktioniert. Meine Abendroutine beginnt damit, dass ich mich abschminke und duschen gehe. Davor bereite ich noch meine saure Rinse vor. Und in letzter Zeit musste ich meine Haare täglich waschen, weil sie auf der Arbeit von der Maske gemacht wurden. Normalerweise wasche ich sie nur alle 2 bis 3 Tage. Danach schreibe ich, um meinen Kopf frei zu bekommen. Ich reflektiere auch immer ein bisschen den Tag, um mir zum Beispiel bewusst zu machen, wofür ich dankbar sein kann, was für neue Erfahrungen ich gemacht habe oder was ich gelernt habe. Ich schreibe neue Ideen auf, aber auch negative Gedanken und Sorgen, wenn es die gibt, denn ich möchte keine Gedanken im Kopf haben, die mich dann vom Schlafen abhalten. Ich war nach der Arbeit meistens zu erschöpft, um noch etwas anzuschauen oder zu lesen und wollte mich lieber gleich auf das Schlafen einstellen. Und das Blaulicht von Bildschirmen stört auch die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Deshalb höre ich vor dem Schlafengehen lieber Hörbücher an. Und Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je 15 Minuten anhören oder lesen kann. Es gibt über 25 unterschiedliche Kategorien, wie zum Beispiel Wirtschaft, persönliche Entwicklung, Naturschutz und Umwelt. Und in letzter Zeit haben mich die Kategorien Psychologie, Gesellschaft und Kultur besonders interessiert. So kann ich mir ohne Anstrengung Inspiration und neues Wissen aneignen. Blinkist finde ich aber nicht nur praktisch, um einen Einblick in möglichst viele neue Themenbereiche zu erhalten. Ich höre mir auch gerne nochmal die Zusammenfassung von Büchern an, die ich schon gelesen habe, zum Beispiel Miracle Morning von Hal Elrod. Und in letzter Zeit habe ich mich aber besonders mit ethischen und moralischen Fragen befasst und habe in diesem Sinne die Blinks zu Die Würde ist antastbar von Ferdinand von Schirach angehört. Blinkist ist freundlicherweise Sponsor für dieses Video und im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine Zuschauer. Auf blinkist.de/minimalmimi erhalten die ersten 100 Zuschauer 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Man kann aber auch alles 7 Tage kostenlos testen, bevor man das Abo abschließt. Ich musste immer zu unterschiedlichen Zeiten am Set sein. Und ich bin immer 2 Stunden, bevor ich da sein musste, aufgestanden. Das war immer zwischen 5 und 7 Uhr morgens. Und ich wollte einfach 1 Stunde Zeit haben, damit ich mich in Ruhe fertig machen kann und 1 Stunde Fahrzeit. Eigentlich hat die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur zwischen 30 und 45 Minuten gedauert, wenn ich gut durchgekommen bin. Aber da hier die S-Bahn auch regelmäßig ausfällt und sich dann alles verzögert, ist es sinnvoll, einen Puffer einzuplanen? Nach dem Aufstehen mache ich mir meistens erstmal einen Kaffee und eine Kanne Kräutertee. Ich nehme mir bewusst eine ganze Stunde für meine Morgenroutine Zeit, auch wenn ich mich in 20 Minuten fertig machen könnte. Ich möchte einfach entspannt und ausgeglichen in den Tag starten.
Und anschließend bereite ich mein Essen für den Tag vor. Es gab zwar auch manchmal veganes Mittagessen auf der Arbeit, aber die Garantie hatte ich nie und deshalb habe ich immer selber was mitgenommen. In der ersten Stunde nach dem Aufstehen habe ich noch keinen Hunger. Ich frühstücke immer erst später. Ich nehme auch immer meine eigene Tasse mit, damit ich keine Einwegbecher benutzen muss. Ja, ich bin immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren, musste aber auch einiges zu Fuß laufen. Und da ich einen relativ schnellen Gang habe, ist das zwar nicht vergleichbar mit Sport, aber zumindest hat es meinen Kreislauf immer ein bisschen angeregt. Ja, das war meine Morgen- und Abendroutine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.